Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Der Podcast mit Sträter, Bender und Streberg. Hier sind für euch Thorsten Sträter, Hennes Bender und Gary Streberg. Hamburg! Hey, ist das schön. Das ist echt schön, mal zu so einer menschlichen Reaktion rauszukommen. Normalerweise machen wir ja, das ja immer in unserem kleinen, wunderbaren Comicladen in Bochum, im Little Nemo. Schönen Gruß an Markus und Sarah und alle, die zu Hause geblieben sind in Bochum. Aber danke, dass wir hier bei euch in Hamburg zu Gast sein dürfen, hier im wunderbaren Schmidtchen-Theater auf der Rüppebahn. Und ich weiß, Gary macht das nicht, wenn ich das mache, aber das... Doch, findest du. Nein, mach lieber Arnold Schwarzenegger. Mach noch Sachen aus Predator. Predator. Ja, Arnold Schwarzenegger ist ja einer, wir werden auch heute noch ein bisschen über Synchron reden, glaube ich. Ja, ich Arnold Schwarzenegger ist ja einer der wenigen... also ich mag es ja, wenn Filme gut synchronisiert sind. Ich glaube, da reden wir alle... wir kennen ja auch einige Synchronsprecher, aber Arnold Schwarzenegger muss man wirklich im österreichischen Original hören, weil er ja doch jeder kennt Terminator 2, gehe ich jetzt mal von aus, T2, ja, da gibt es ja die Stelle, wo er als Terminator aus der Zukunft in die Vergangenheit, ja, was wird er da, gebeamt oder was ist das? Er kommt in so einer Blase. Das ist eine Zeitreise. Es ist eine Zeitreise. In einer TARDIS kommt er an. Nackt, und, ja, nackt. Richtig weitsichtig technisch wohl nicht. Wenn er mit Baumel und Pillemann durch muss. Also, der hat ja keinen Pillemann. Mir mehr versprochen. Da könnte man noch angezogen mit Reisegepäck. Aber. Der hat ja keinen Pillemann. Und er hat auch die Zahnbürste irgendwo, aber wir wollen nicht wissen, wo. Nee, er ist eine Maschine, er braucht keine Zahnbürste. Und er geht dann in diese Rockerkneipe, geht zu diesem Schrank von diesem Rocker. Thorsten, sag mal, was er sagt. Er geht zum Schrank vom Rocker und sagt, was sagt er denn nochmal? Ich brauche deine Klamotten, deine Schuhe, dein Motorrad. Ich brauche deine Jacke. Deine Jacke und deine Stiefel und dein Motorrad. Genau, ich brauche deine Jacke, deine Stiefel und dein Motorrad. Gesprochen von Thomas Dannenberg natürlich, ja. Der auch John Cleese. Sylvester Stallone, John Travolta. Und John Cleese. Terence Hill, John Cleese, Nick Nolte. Also, ja. Oh. No, und im Original klingt es so, I need your clothes, your boots and your motorcycle. Ja. Ich finde die Sachen aus Predator noch besser. Predator ist, da gibt es die Stelle, wo sie zum Hubschrauber rennen. Ja. Und ich glaube, auf Deutsch sagt er, wir müssen zum Hubschrauber. Ja. Im Englischen, get to the chopper! Ja. Da gibt es diese Stelle, dann nagelt er also diesen einen Revolutionär mit dem Messer an die Wand. Und ich weiß auch nicht, was er auf Deutsch sagt. Weiß auch nicht. Auf Englisch sagt er, stick around. Und dann diese wunderbare Stelle, wo am Ende der Predator die Maske abnimmt und sein fieses Alien-Gesicht zeigt. Und Schwarzenegger sagt, du bist so abgrundtief hässlich. Im Deutschen, in der deutschen Synchro. Und im Original, you're one ugly motherfucker. Aber meine Lieblingsstelle ist wirklich in Total Recall, wo er, da spielt ja Sharon Stone auch mit, die ja seine Ehefrau ist, die ihn aber eigentlich umbringen will. Ja, genau. Also im Film ist. Genau, ja. Film, nur im Film, ja. Gary, es gibt einen Unterschied zwischen Realität und Film. Echt? Du musst jetzt ganz stark sein, ja. Und er kommt ihr aber zuvor und schießt ihr in den Kopf und sagt auf Deutsch, betrachte dies als Scheidung. Ja, ja. Im Original, consider the divorce. Das ist einfach herrlich. Liebe Hörer, ihr könnt leider nicht sehen, dass wir hier in diesem wunderbaren Theater sitzen und auch nicht sehen, dass ein Platz, mein linker Platz ist frei. Da ist das dann von mir aus gesehen der rechte. Das ist der rechte, ja. Genau. Und wir haben ja ab und zu das Vergnügen, dass wir doch Gäste gerne uns einladen. So angenehm vage. Dann und wann ab kommt und mal ein Mann daher. Time to time. Wer hat Zeit? Und da wir in Hamburg sind, haben wir gesagt, hier laufen ja auch ein paar. Wir haben nicht gesagt, wer hat Zeit. Wir hatten einen Wunschgast. Naja, wir müssen das schon koordinieren. Einen Wunschgast, wo ich gesagt habe, der will im Leben nichts mit uns zu tun haben. Da kannst du ganz offen sein. Und das kam sehr spontan in irgendeinem der vorletzten Podcasts. Der vorletzte Podcast, ich gesagt, weißt du, was ein Hammer wäre? Ein Hammer. Ja. Also wirklich ein Hammer. Ja. Wir machen jetzt nicht dieses super Beweihräuchern, das ist bei mir echte Anbetung. Das war dir wirklich ein inneres Anliegen. Ja, das ist echte Anbetung. Ein Künstler, den ich schon nicht lange kenne, aber den ich lange verfolge und beobachte. Du bist das. Das ist, mich selber bewundere ich auch und kenne ich auch, aber ich bewundere ihn auch für sein Schaffen, für die
Breite dieses Schaffens. Und du hast gefragt, wo ist was, wie, und dann habe ich gesagt, ich kann ihn mal fragen. Genau, es war letztendlich und die so. Die Spannung ist greifbar, das ist unglaublich. Das ist jetzt, obwohl ich weiß, wer kommt. Du als Drehbuchautor musst Obwohl ich weiß, wer kommt. Ja, und jetzt, es war schwierig aus vielen Gründen, aber ich sag, Götz-George. Ja. Weißt du, nein, es ist tatsächlich, na, kommen Sie jetzt, bitte. Das wäre jetzt. Das war ein Spaß, das wissen Sie, oder? Ein sehr morbider Spaß. Ja. Thorsten. Dafür bist du ja bekannt. Ja. Thorsten, nein, morbid. Das ist, nein, ich hatte wirklich, wir lassen das bitte. Wir hatten da einen Wunsch, das grenzte schon an Herzenswunsch. Ja. Und Hennes hat gesagt, ich kenne diesen Künstler, ich kenne diesen Mann schon sehr lange. Und ich habe gesagt, ja, also ich habe trotzdem nicht gesagt, Hennes, dann frag doch mal. Das ist nicht unglaublich. Das kam mir vermessen und seltsam vor. Aber Hennes hat das dann einfach gemacht. Hennes, der greift ja auch zum Hörer. Ich geh kaputt vor Spannung. Der Bitte Ruf. Erzähl weiter. Ja, das ist, du weißt nicht, von wem ich rede, oder? Doch, das ist es ja gerade. Du bist es, Gary, du hättest nicht rauskommen sollen. Weißt du, ich finde, die Anmoderation verliert dadurch. Ganz klar, dass du schon da sitzt, muss ich echt sagen. Wir haben diesen besonderen Künstler, ich liebe es aber auch, ist stundenlang um den Pulli zu ziehen. Ich merke das schon. Skip to the end. Herzenswunsch, ein Mann, der in ihrem kollektiven Bewusstsein, was Kabarett angeht und Wortkunst, vielleicht nicht mehr auf der obersten Welle schwimmt, weil das kollektive Bewusstsein ein bisschen oberflächlich ist. Aber ich wollte jetzt gerade sagen, wo sich untenrum viel getan hat, was ja auch Schwachsinn ist. Ich muss das anders formulieren. Aber es ist schön, neben dir zu sitzen. Hat sich untenrum auf viel getan, mein Freund. Ja. Der aber nie weg war. Sondern sich natürlich auch gesagt hat, man muss jetzt nicht zwingend im Leben jeden Blödsinn mitmachen. Aber er hat sich entschlossen, diesen Blödsinn doch mitzumachen, worauf insbesondere ich super stolz bin. Bitte begrüßen Sie aus Hamburg Monty Arnold. Ja! Das ist einer der Zettel. Monty, ja. Weißt du noch, kannst du dich noch entsinnen, wann und wo wir uns kennengelernt haben? Also nach meiner Theorie ist es im Mainzer Unterhaus gewesen. Nein, es war früher, aber erzähl uns mal Mainzer Unterhaus. Ich habe ja die Quizfrage schon versemmelt. ich meine mich zu erinnern, was ich als erstes von dir gehört habe. Irgendwie saßen wir da jedenfalls, also da war ich vorstellen, haben wir uns kurz begrüßt und dann saßen wir nachher noch irgendwo zusammen. Und dann kam die Rede auf meinen liebsten Star Trek-Kinofilm. Das ist Nummer 6, Das unentdeckte Land, wo der wunderbare Christopher Plummer einen Klingon mit aufgenagelter Augenklappe spielt. Oh ja, oh, sehr ja. Schön. Und Shakespeare im klingonischen Original. Kannst und dann sagte Hennes, als wir das irgendwie, ich weiß nicht mehr, wer es sagte, irgendjemand erwähnte also das klingonische Shakespeare-Original. Und da sagte Hennes... Er zitierte das dann. Da habe ich dich in meinem Herzen eingalvanisiert. Aber wir haben uns... Danke, das schreibe ich mir, das werde ich mir sticken und übers... Aber das war es ja gar nicht. Wir hatten uns vorher auch schon nochmal gesehen im Kabarett Kö in Dortmund. Aber kennengelernt haben wir, und jetzt schließt sich ein bisschen der Kreis, uns hier nebenan, wir sind im Schmidtchen-Theater in Hamburg, nebenan in den Docks... In den Docks, und zwar... Die Docks waren, die sind da nicht mehr. Doch, ne? Die Docks sind immer noch da. Die sind immer noch da. Und zwar war es das Jahr, Achtung, jetzt kommt's, 1993. Und es war genau dieselbe Zeit. Es war Anfang Dezember. Es ist genau 25 Jahre her, lieber Monty, dass wir uns getroffen haben bei einer Fernsehsendung, die da hieß Hard and Funny. Muss man sich jetzt mit Schwarzen... Hard and Funny. Hast du diese Sendung verdrängt oder ist sie dir noch... Nein, die ist mir lebhaft kleben geblieben. Es war eine Sendung, um das mal kurz zu erklären, die quasi der Vorläufer war des Quatsch-Comedy-Clubs im Fernsehen. Es war einer der ersten Versuche, so eine Art Comedy-Gala ins Fernsehen zu bringen. Ein geglückter Versuch? Pass auf. Das wissen wir nicht, weil es niemand gesehen hat. Ich habe die VHS, die ich selber da noch aufgenommen habe. Es lief nämlich auf Premiere
unverschlüsselt, soweit ich weiß. Premiere? Oder es lief verschlüsselt? Das lief verschlüsselt. Es lief verschlüsselt auf Premiere. Zur gleichen Zeit lief die letzte Wetten-Das-Sendung mit Wolfgang Lippert. Das heißt, es hat wirklich damals 1993 niemand gesehen. Boah, und das, vielleicht kannst du mal kurz über das Konzept dieser Sendung, weil dieser Abend, ich bin extra für diesen Abend nach Hamburg gefahren, um an dieser Sendung teilzunehmen, weil kurz der Zusammenhang, ich habe damals mit meinem Partner Heinz-Peter Lenkheit vom Quatsch Comedy Club aus einen Newcomer-Wettbewerb gewonnen und einer der Preise war, für dich, bitte, ein Wasser, Prost, ein Auftritt in dieser Sendung und dieser Auftritt bestand aus dem Satz, wann sind wir denn dran? Den habe ich dann mit Ole Lehmann zusammen gesagt, der auch da war an dem Abend, aber du bist ja richtig aufgetreten. Was war das Konzept dieser Sendung? Weißt du es noch? Ja, also nicht, dass ich das mit einem schlanken Satz beantworten könnte, aber der Titel der Sendung Hard and Funny verweist auf eine Ansicht, die Thomas Hermanns damals gerne auch immer so sagte, dass Comedy, was noch etwas war, was es noch nicht in der heutigen Form gab natürlich, also das waren so diese Anfänge, Comedy sei doch der Rock'n'Roll der Gegenwart oder ja, sowas. Zeit. Und das müsse man doch mal und so. Und der Quatsch Comedy Club lief hier im Mojo Club, den genau. Es auch nicht mehr gibt. Und das war wirklich, wie Hildegard Knef sagen würde, ein Wahnsinn, ja, voll also das kann man gar nicht mehr beschreiben, deswegen versuche ich es gar nicht erst. Und dann wollte Thomas Hermanns damit ins Fernsehen, was ja der Comedy auch nicht nur gut getan hat, jedenfalls war das ein sehr schöner, schlanker Nebensatz, was die endgültige Vernichtung der Comedy geführt hat. Es gibt auch viele gute und so weiter. Ja, ja, klar. Jedenfalls durfte er auf Premiere auch schon eine ungefähr so wie wir es heute kennen, so eine kleine 25, 30-minütige ja. Sendung lief mit ein paar Comedians. Und diese Comedians durften einzeln in ihren 5-minütigen Soli, liefen die auch unverschlüsselt in diesem Blog, in dem sich auch Kalkofer genau, und da warst du auch dabei. Da warst du genau. Auch dabei. Und dann ging es halt darum, wie kriegt man das jetzt groß und wie kriegt man das zu einer Samstagabendartigen Show? Und das war dann der Versuch, das so umzusetzen. Und nur eine Fußnote noch, man könnte jetzt Hunderte noch hier, könnten einem noch einfallen, Thomas Hermanns hat das noch nicht selbst moderiert. Er war der Backstage-Moderator dabei. Sondern er hat das Knacki Deuser genau. übergeben und trat dann mit Reinhard Grebe in einem kleinen Zuspielfilmchen auf, genau. wo er sich in einer nebligen Dockanlage mit unanständigem Habitus einen Gag kauft. Das war also so ein Filmchen. War unglaublich groß angelegt. Es gab auch Musik-Acts. Die Fanta 4 sind aufgetreten mit einer Metal-Band. Daran erinnere ich mich noch. Dirk Bach ist aufgetreten und hat gesungen. Mit Ego-Star, das mit war Ego seine Star. Aktuelle Single. Genau, er hatte ein Album aufgenommen. Gott hab ihn selig. Gott hab ihn selig, einer der liebsten Menschen im ganzen Business, die ich je kennenlernen durfte. Und The Greatest Show on Legs war noch da, eine englische Gruppe. Und zwischendurch kam halt immer, es waren die Dogs, es war unbestuhlt. Ja, die Leute standen. Hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Doch, das weiß ich noch. Die Leute standen dicht gedrängt, ne? Und zwischendurch kamen Komiker auf die Bühne und haben ihre Kunst dargeboten. Das Problem, was ich damals, also ich habe das ja auch mitbekommen. Unbestuhlt ist irgendwie kein schönes Wort. Ist nicht schön. Aber bestuhlt ist noch unschöner, ja. Die Veranstaltung in Darmstadt ist bestuhlt. Stand mal, wirklich mal auf einer Seite. Und Martin Schneider ist aufgetreten. Ja, genau. Reinhard Grebe damals noch als Jack, der Lügner. Da habe ich Reinhard kennengelernt, auch an dem Abend. Das war eine ganz bizarre Geschichte. Ach. Reinhard ist Ole auch. Ole, das geradlinige Politkabarett, was er jetzt macht. Ole und ich haben beide diesen Satz gesagt. Wir haben beide hinter der Bühne gewartet und wir hatten das Stichwort. Ich bin ein beschissener Zeitzeuge. Wann sind wir denn endlich dran? Und Martin Schneider ist aufgedreht und dann bist du auch. Tom Gerd wurde eingespielt. Das hätte ich noch gewusst. Tom Gerd wurde eingespielt vom VHS. Es wurde so getan, als würde er jetzt in demselben also, Moment irgendwo anders gerade live auftreten. Und das war aber dann ein kleines Stückchen aus seinem Live-Programm, das bereits im Kasten war. Genau, und du bist aufgetreten, da haben wir uns kennengelernt. Es gab noch einen anderen jungen Komiker, der bei dieser Sendung nicht auftreten durfte. Der Produzent Guido Thomsen hat damals gesagt, nein, du bist zu unbekannt und du bist noch nicht gut genug. Und dieser junge Komiker hieß Michael Mittermeier. Das ist wirklich wahr, das hält Michael heute noch als Erzählung immer noch. Aber ich meine, das ist jetzt doch so rum schöner, weil das ist jetzt natürlich ein Witz, ne? Jetzt ist es ein Witz. Aber die Sendung war
vom Konzept, es war sehr überkonzeptioniert. Also es hat nicht wirklich, also die Mischung Rock'n'Roll und Comedy hat nicht funktioniert. Damals, weil die Leute im Publikum auch gar nicht wussten, was machen die da eigentlich auf der Bühne? Warum tritt da jetzt einer auf? Nein, also es war jetzt auch nicht so, dass das Programm eine Gebrauchsanweisung bedurft hätte. Also nehmen wir mal an, das würde jetzt so hier heute stattfinden, dann hätten sie alle ihren Spaß. Ja, heute würde man, aber das war eine Pioniertat. Nein, und auch damals. Also das hat jetzt offensichtlich nicht die Erwartungen erfüllt, die man an eine verschlüsselte Sendung hat, die während Wetten, dass läuft. Aber das war eine ganz solide Angelegenheit, die auch damals schon, wenn die Rahmenbedingungen andere gewesen wären, hätte das auch funktioniert. Also so mysteriös ist es jetzt auch wieder nicht. Aber es ist eine schöne Geschichte von damals. Das ist die Mittermeier-Geschichte ist natürlich super, ja. Ja. Und du warst damals auf jeden Fall auch mit ganz auf dem Quatsch Comedy Club einer der Heroen damals, muss ich sagen. Ich habe ja damals noch im Duo gearbeitet, Kabarett-Duo. Und du und Ole und andere, ihr habt Stand-Up gemacht. Du hattest eine ganz eigene Art von Stand-Up, für die du ja berühmt auch geworden bist. Und geblieben bist. Und auch geblieben bist. Und warst sehr oft auch live dann sehr viel unterwegs. Da habe ich dich auch gesehen. Ich dich auch. Ich erzähle das gleich. Dann. Das ist dieser alte Witz mit der, ich habe eine Schallplatte gemacht, ich habe sie gekauft, ach du warst das, so ungefähr ist das. Nein, ich habe dich gesehen, ich bin ja 93, als echt? Ihr schon gestandene Bühnenkomiker wart, was habe ich da gemacht? Wichsen und Moped fahren, nein, ich war, nee, da habe ich tatsächlich, Thorsten, ja, was kann ich jetzt, das war jetzt, es kann sein, dass uns auch Kinder hören, mein Gott, Thorsten. Sätze tauschen. Nein, ist schon okay. Das ist ja das Gleiche. Es war so, da war ich, da stieg... Gleichzeitig, danke. Was? Er sagte gleichzeitig, ja. Gleichzeitig, ja. Danke, war aber Kampf für Andreas, super. Thorsten. Das war gar nicht. Muss ich bei Zünder mit der linken an Kuppel mit der rechten Gas geben. Du wärst nach einer Minute umgekippt. Das ist dummes Zeug. Ich finde, wir sollten da schon realistisch bleiben. Ich war im... Es ist auch ein Tutorial hier. Ich bin... ich hab's gleich. Kleinen Moment. Ich war dann... Ich rutschte vom Einzelhandel als Herrenschneider und Verkäufer in den Einzelhandel für Mobilfunk. Mobilfunk kam fett raus. Und dann habe ich bei verschiedenen hier, Besatan, Mediamarkt, bei denen gearbeitet. Und auch Ketten, die es nicht mehr gibt, wie Brinkmann. Brinkmann? Elektronikmarkt, der einen Katalog von dieser Dicke rausbrachte. Unvorstellbar, es gab Amazon als Buch. Unglaublich. Hattet ihr Brinkmann hier in Hamburg? Gab's auch? Oh, geil. Aber... Noch geiler war 1000 Töpfe. Und da was schließt gab's denn da? Alles, was du wolltest, außer Lebensmittel. Ja, okay. Tiernahrung schon, aber gar nicht. Und nur ganz kurz, da hat Götz-George schon viel. Da habe ich ja einen der tollsten Götz-George-Sätze, falls man das so nennen möchte, live gehört, weil wir gingen da beide immer hin. Und da stand er wirklich vor mir in der Schlange und dann fragte ihn die Verkäuferin, möchten Sie eine Tüte haben? Und Götz-George sagt, nee. Hab ich live gehört. 1000 Töpfe, nicht Brinkmann. Aber hier, wir scheiden uns zu Brinkmann. Ja, Götz-George, er fehlt auch an allen Ecken und Enden. Sicher, hier eine Scheiße hier. den hier zu haben, glaube ich, den auch. Er hat immer gesagt, du Arsch. Hat er gesagt, als Schimanski hat immer, du Arsch. Da wusste man, der kommt nicht aus dem Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet würde man sagen, du Arsch. Aber Götz-George sagt immer, du Arsch. Ja. Die Eltern beide Schauspieler. Ja. Du Arsch. Du Arsch. Ja. Ja, dass seine Eltern beide Schauspieler waren, hat er mitunter auch schon mal erwähnt, wenn man ihn ein bisschen aus der Reserve gelockt hat. Ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass ich was Neues sage. also so. Aber daran erinnert der Komplexität. Es fällt mir gerade auf, dass er sehr häufig tatsächlich seinen Vater erwähnt hat, was ich aber verstehen kann. Ja, es ist ja, man muss ja sehen, es ist ja so, also man ist ja, es ist ja, also man muss ja sehen, als Schauspieler hat man ja, es ist ja, nee. Das finde ich gut. Und dann war ich in der Mobilfunkbranche. Das ist ja, um da wieder anzuschauen. Ich war in der Mobilfunkbranche und habe dann für E-Plus gearbeitet. Das war damals, also 94, 95, als Mobilfunkanbieter, war es im Prinzip effektiver, das Fenster aufzureißen, in die Siedlung reinzubrüllen, aber es kam... Für ein Schweinegeld habe ich für die gearbeitet. Dann haben die ein großes Incentive ausgerichtet. Das war dann kamen alle diese Frösche zusammen und haben gesoffen, gegessen und sich über Kreuz wichtig gemacht. Es gab Handys von AEG. Also es ist aber alles möglich. Also ich habe alles mitgemacht. Es ist wie aus dem Krieg zu erzählen. Und dann gab es eine große, sehr prachtvolle Gala-Situation in einem Zelt am, ich weiß nicht mehr wo. Und da bist du aufgetreten. Und ich könnte es fast wörtlich wiedergeben.
Und im Gegensatz zu Galasituation, man wird mitunter für Galas gebucht. Ist Galas der Plural? Galas? Ja. Gale. Vor denen ich immer Angst hatte, hast du Menschen um dich geschart. Und normalerweise ist das eher schwierig, so aufzutreten. Und das war der Auftritt, den ich mir angesehen habe, statt mir irgendwelches Geblubber anzuhören. Und das war, wir haben gebaut. Die Geschichte, dann, ja. Das war super. Einer der 1,0 Videos, die es ins Internet geschafft haben. Das kann man ja auch betreiben. Jetzt, nachdem du 5 Minuten bei uns warst, bist du ein Superstar jetzt wieder. Ein Schnipsel. Weil bei uns gucken auch bis zu 8 Leute diesen Podcast. 2 sind wir zur Kontrolle und dann noch 6, die... und das war schon beachtlich. Schon ab da kannte ich das. Ich kannte es natürlich auch vorher. Ich kannte das durch dein nicht wegzudenkendes Schaffen auch. Ups, die Pannenshow. Man kann sich darüber lustig machen. Können wir mal Applaus? Nein, das kann man nicht. Das macht sich ja schon selber lustig. Nee, es geht ja darum, man kann sich darüber lustig machen, ein Konzept zu nehmen, wo man sagt, pass auf, da vorne steht ein Moderator, der mir suspekt ist. Dieser Danny, schieß mich tot, Klose ist mir suspekt. Er ist mir suspekt. Der wirkt so bubenmäßig, der tritt Hundewelpen tot. Kannst du mir erzählen, was du willst? Der wirkt so. Das ist natürlich nicht so. Ich glaube, das würde ihn jetzt freuen, dass er so rübergekommen ist. Nee, er wirkt ein bisschen, weißt du, wie so ein Verdächtiger. Und dann moderiert er halt so ein bisschen diese Clips an, die ja auch irgendwo changieren zwischen sehr, sehr lustig und absolut Auffahrunfall schrecklich. Und die sind dann so unermesslich zu Kurzgeschichten veredelt worden, auch zu Ultra-Kurzgeschichten, dass wir uns heute wieder und wieder geschrien haben über so eine Scheiße wie Fraufeld von Schaukel, weil du die Geschichten da drauf gesetzt hast. Ich kann leider keine einzige wiedergeben. Amphibienfahrzeug und Stadtbewohner, das kann ja nicht gut gehen. Ja, sowas. Ich habe das alles vergessen. Ja, das ist ein Problem hier in dem Podcast. Aber das würde ich als Fan würde ich jetzt mal gerne fragen, wie ist das denn an dich herangetragen worden? Also haben die dir die Clips einfach gegeben und du hast dann dir da was einfallen lassen? Oder wie lief das? Also die Frage in zwei Schichten beantwortet. Das Studio wurde zuerst gefragt, hier in Hamburg. Und dann wurde als zweites gefragt, haben Sie nicht eine Idee, wer das sprechen könnte, der es auch schreiben kann, wenn er schon mal da ist? Mhm. Und da kamen sie auf mich. Dann wollten sie eigentlich, dass die Sendung so gemacht wird, wie es dann alle anderen ja auch immer machen. Also eine Frau fällt vom Stuhl und dann sagt die Stimme, oh, die Frau ist aber runtergefallen. Ich schiebe das kurz ein, weil es hier besser passt. Ich habe kürzlich für einen anderen Sender eine ganz entfernt ähnliche Sendung gemacht und dann ist da auch sowas zu sehen. Und dann habe ich das Wort Purzelbaum erwähnt, was jetzt auch nicht so originell ist, aber sowas in der... Nee, Bodenturnen habe ich, glaube ich, gesagt. Und dann kriegte ich also... meldete sich die Dame aus der Regie. Nein, ich habe es mir noch mal angeschaut, das ist eindeutig nicht Bodenturnen. Und dann durfte ich das nicht sagen. Und dann stand im Skript, da sah man eine Fotofix-Zelle, wo man... Das ist eine Zelle, wo man Fotos von sich machen kann. Ein Passbildautomat, Sie wissen ja, wie das funktioniert. Das sollte ich dann wirklich sagen. Nein, das muss so gemacht werden, wie es da steht. Das war bei dieser Sendung nicht so, da durfte ich die Sachen selber schreiben, aber man wünschte sich, ich schriebe sie so. Ja, und das ist ein Geniestreich gewesen. Da habe ich so geschimpft, Moment, dann habe ich geschimpft und gesagt, nein, das ist doch jetzt Schwachsinn, ich möchte das so und so machen. Ach komm, der dreht jetzt hier durch, ist ja egal, das guckt eh keiner, das ist ein kleiner Sender und das schaut sich eh niemand an. Und dann haben sie mich machen lassen, weil ich mich furchtbar aufgeführt habe und weil es nicht so wichtig war. Ja, größte Einschaltquote der Sendergeschichte bis zum heutigen Tage. Wow, okay. Ja, Respekt. Ja. So. Ich kriegte einen Anruf. Ich war in Berlin, um da zu proben und so. Das war mein einziges richtiges Theaterstück. Und dann kriegte ich einen Anruf und dann rief mich also die Producerin. Monty, Hilfe, Monty, Hilfe, Hilfe, Monty. Ah, ah, ah. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Ich dachte, das Schlimmste, was sein kann, die Sendung ist abgesetzt worden, weil die so scheiße läuft. Oh, Monty, oh. Und die hat bestimmt eine Viertelstunde gestöhnt und war aus dem Häuschen. Und dann hat sie... Es ist ein Erfolg! Oder... Ja, so, das war schön. Das habe ich jetzt kurz erzählt. Man kann es den Leuten nie recht machen. Wie bist du denn da dran gegangen? Hast du dir den Clip angeguckt? Eine halbe Stunde vorher? Und hast dich dann hingesetzt? Nein, man setzt sich zu Hause hin. Erstmal schreibt man das alles. Und dann nimmt man... Moment, du musst doch vorher das Material gesehen haben. Ja, aber nicht eine halbe Stunde vorher, sondern eine Woche vorher. Ne? Ach, das geht auch.
Ja. Ja. Also nicht alle Thorsten Sträter. Ja, es, ja. Gibt nicht, es gibt Leute, die machen ihre Hausaufgaben nicht nur im Bus. Ja. Ja, aber... Nein, es kommt natürlich vor, dass man dann da sitzt und dann spricht man das vom Blatt und dann fällt einem noch was Schöneres ein und dann kann man das ja auch noch machen, aber man geht ja nicht, also ich gehe nicht unvorbereitet in so eine Improvisation hinein. Nein, 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 nein. Ist das nicht ein Widerspruch, unvorbereitet, Improvisation? Ist das nicht so ein bisschen... Ach, das ist ein Riesenthema, das machen wir vielleicht mal in einem gesonderten Podcast. Zum aber Thema Improvisation habe ich geile Meinungen. Also aber du hattest den, eigentlich diesen absoluten Traumjob, du hattest die totale Kontrolle über das, was du, so, was du war's machen dann, ja, könntest. Das war natürlich riesig. Also wenn man dann wird natürlich das rausgeschmissen und so. Aber ich hatte dann einen Redakteur vor Ort, der tatsächlich meinen Humor dann auch verstand. Der wusste, die Sachen werden nicht geschrieben, damit man beim Lesen, wenn man es einer Hausfrau vorliest, der hat diese Überschalthandlung schon sich vorgestellt. Das ist nachher da drin und dann ist der Film dabei. Und das kann fast niemand. Das glaubt ihr mir jetzt nicht. Das kann wirklich fast niemand. Und der hat das also gekonnt. Und dann hat hin und wieder der Sender nochmal, aber ich erinnere mich jetzt an gar nichts Konkretes. Also ich konnte tatsächlich da machen, was ich wollte und das ist wirklich ein Paradies. Wie lange ging das, die Pannenshow? Ich glaube, wir haben das 8 Jahre lang immer mal wieder gemacht. Echt? Oh. Und dann lief es ja bis vor kurzem und jetzt hat der Sender einen neuen Direktor. Und okay. Ich weiß nicht, ob die Wiederholungen jetzt damit beendet sind. Aber das hat... Ich habe meinem Sohn zum Geburtstag habe ich so einen Henry Mix gemacht. Da habe ich den benannt nach dem Sohn. Müssen wir glaube ich kurz. Danny Klose habe ich komplett rausgeschnitten. Nur Monty Arnold in einer Reihe. So schlimm ist Danny Klose auch nicht. Das sollte ich nein, nicht sagen, aber nur ich habe auch. Immer. Als wir das dann geguckt haben, 2 Stunden lang, da habe ich dann auch gedacht, naja, okay, ich verstehe schon, warum der da ist. Weißt du, einfach so mal eine Zäsur, mal so ein, weißt du, sonst geht das ja in einer Tour, weißt du, der kleine Oscar hat gesagt, sind die alle für mich? Verstehst du? Und dann siehst du so ein kleines Baby, wie das so in das Dekolleté von seiner Oma so reinkippt. Für diejenigen, die Sendung nicht gesehen haben, ich denke, das sind die meisten, da entsteht jetzt ein falsches Bild. Nein, da gesehen. Monty, du bist schon ins Allgemeinbewusstsein geraten. Leider. Mit dieser Sendung. Genau, du hast so echt nicht eine Marke hinterlassen. So wie Ölkrise und Atommüll. Nein, aber ich genau. Weiß noch, da sagt einer, hast du eigentlich Ups, die Pannenshow gesehen? Ich sage, ja, warum soll ich mir Ups, die Pannenshow ansehen? Weil Monty das macht. Und dann hat sich das so rumgesprochen. Also auch so Florian Henkel von Donnersmarck. Ja. Haben wir auch drüber geredet. Genau. Vor einiger Zeit. Der wurde ja mal gefragt, was er von solchen Sendungen hält. Nachdem Ups so gut lief und die anderen es dann auch alle versuchten mit diese Frau fällt vom Stuhl Kommentaren. Und dann hat Florian Henkel von Donnersmarck seine Bartentolle nach hinten geworfen und gesagt, solch gehässige Auslachformate kommen mir nicht auf den Schirm. Irgendwie sowas in der Art. Das ist, ja, das ist interessant, weil ich habe... Er blähte sich auf in einer ganzen gefährlichen Größe und er hatte auch schwebte elegant, schwebte bescheiden an die Decke. Unter die Decke. Das Gleiche hat ein Kollege von mir tatsächlich auch gesagt. Ich sage, ich gucke immer mit dem Henry Upsi Pannenshow. Der sagt, wie kannst du das gucken? Das ist doch fürchterlich. Die Leute tun sich doch weh. Ja, aber unglaublich, wie weh. Hey. Ich würde jetzt gerne heute wäre Florian von Donner von Henkelsmark mal froh, wenn auch Ups, die Pannenshow gekommen wäre, ja, habe ich das Gefühl. Dann gäbe es das jetzt in Amerika als Ups, the Pannenshow. Wahrscheinlich. Weil ich glaube, da gibt es auf jeden Fall. Ich würde gerne das Leben der anderen in der Monty Arnold-Version sehen. So. Ich auch. Was macht der kleine Bruno da? Er hört ja wieder ab. Also einfach mal so durchsprechen, so neu synchronisieren. Einfach. Das ist generell das, was du bei allem machen solltest. Also, wir wollen dir keine beruflichen Ratschläge geben. Ja, es täte vielen bierernsten Filmen gut, wenn du da drüber gehen würdest. Es gibt ja dieses Magic Mystical Theater. Mystery Theater, ja. Ja, 3000, wo drüber gesprochen. Das ist schon ziemlich lustig, aber ich glaube, dass das... Ich würde das aber nicht mit allem machen wollen. Ich würde das auch nicht mit allem Ernsten machen Du musst wollen. Das gleich unterschreiben, das ist dir schon klar. Das Nein. machen wir gleich. Ja. Naja, ich habe den Hüpsfüller mit der Geheimtinte, die man nachher... Ich habe zwar keine Hulk-Unterhose an, aber... Ja. Ich habe auch keine Hulk-Unterhose, also ich habe eine grüne Unterhose an, aber das ist ja... aber schon nah dran. Da musst du schon viel schon Fantasie dran, mitbringen. Also vorne nicht, nein, aber gegen sich. Jetzt komm. Ich weise darauf hin, dass wir das Hulks Unterhose nie sehen, weil seine
magentafarbene Oberhose ja immer mitwächst. Ne? Ja, ja, vor allen Dingen, weil er vorher keine magentafarbene angehabt hat. Aber das doch. Stan Lee können wir nicht mehr fragen. Doch. Die war im Comic, war die immer... Die war vorher schon. Thorsten jedes Mal die gleiche verschissene Hose. Thorsten muss ganz vorsichtig sein. Wir haben ja einen absoluten Comic-Experten hier unter uns. Monty ist absoluter Comic-Fan und schreibst auch gerade wieder Comics, oder? Machst du gerade wieder Comics? Nein, ich zeichne sie auch. Du zeichnest sie auch? Schreibe und zeichne sie, aber unter dem völligen Ausschluss der Öffentlichkeit... In meinem Blog poste ich sie dann und da muss ich mir auch keine Sorgen machen, dass jemand den Witz nicht versteht. Hm. Weiß ich nicht, ob das sich nicht gerade verschlimmert. Den Blog habe ich tatsächlich heute Morgen noch gelesen. Da habe ich einen schönen über Doc Savage habe ich da. Ja. Der Mann in Bronze. Der Mann aus Bronze. War er natürlich nicht, aber er schimmerte immer so im Abendrot und dann hat man das so gesagt. Ja, genau. Und der wird ja jetzt demnächst mit dem also von Doc euch Savage bereits geschmähten. Ja, The Rock. The Dwayne. Rock the Dwayne Johnson. Aber Rock. Sehr schön, Gary. Nur um euch schon mal zu warnen, Rock the Dwayne ist ein bisschen zu hulkig. Also der Doc Savage war zwar muskelpaketmäßig, aber der hatte noch eine gewisse Drahtigkeit. Es gibt ja diese wunderbaren Cover-Illustrationen von Franz John Schitter, ne? Barmer. Ach so, okay, ich habe immer gedacht. Wo immer das zerrissene Hemd. Ja, ja. Alles super. Da schon. Ich kürze es etwas ab. Ich habe das Anfang der 80er gelesen, weil eine Nachbarin von uns dieses Dreckskaff verließ und sie legte einen Stapel Taschenbücher auf die Heizung. Und meine Mutter verabschiede dich endlich, damit ich diesen Schund vernichten kann. Und dann kam ich aber wieselflink aus meinem Zimmer, hab mir die geschnappt. Dann habe ich die gelesen und ich war im siebten Himmel und das war wirklich wundervoll und sehr amüsant. Und dann habe ich erst Jahre später erfahren, dass diese Hefte aus den frühen 30er Jahren stammten. Sie wollten also einen Superschurken, damals hatten sie Hitler noch nicht auf dem Schirm, und haben dann den Schurken an Napoleon angelehnt. So alt ist das Zeug. Und da steht alles drin. Der Superman kam dann ein paar Jahre später, hat sich das alles, also ein Teil, den weniger schönen Teil hat Superman und DC, diese Penner haben sich das geklaut. James Bond ist komplett hier drin mit drehbaren Nummernschildern, mit Monitoren, alles Sachen, die wir heute... Und das ist ja verfilmt worden. Alles da drin, ein müden Film. Ja, ja, mit Ron Ely. 70er, 80er, wann war das? 74. 74, aber so ein Typ in so einem sehr engen Schlüpfer. Nein, der Ron Ely war nicht ganz so muskulös. Super Musik. Das Thema habe ich. Der Tarzan-Darsteller. Auf jeden Fall sind diese Bücher. Und dann ist Stan Lee auch noch gekommen und hat sich dann die allerwichtigsten Zutaten da auch noch rausgeholt, nämlich die Pathosbrechung. Also Doc Savage ist ein unglaublich anständig, wie in diesem Loriot-Sketch mit der Badewanne. Anstand, Mut, Sauberkeit, Zähigkeit. Das ist bei ihm alles so. Und der Autor wusste schon, dass es ziemlich schnarchig ist. Was die Superman-Autoren bis heute nicht gemerkt haben, dass Superman ziemlich schnarchig ist. Und deswegen gibt es um Doc Savage herum witzige Helfer, die dann immer den Humor bringen. Und das hat Stan Lee natürlich gleich mal von vornherein mit eingebaut. Also bei den Fantastic Four eben das kodderschnauzige Ding reinschrieb. Und Spider-Man hat dann gleich selber die Witze gemacht. Und es gibt immer diesen Humor da drin. Heute denkt man sich nichts mehr dabei, weil das alle machen. Aber Stan Lee war der Erste, der das von Lester Dent gelernt hat. Wir sind mitten in der Popkultur. War das der ausschlagende Moment? Gab es so einen Schlüsselmoment für dich, wo du gesagt hast, wenn du irgendwann mal später irgendwas machen solltest... Der Schlüsselmoment war, als mein Bruder mit mir vor dem Fernseher saß und es lief Väter der Klamotte. Da wollte ich drauf. Und mein Bruder sagte zu mir, der 3 Jahre ältere, was mir unglaublich alt vorkam, sagte zu mir, der übrigens sehr, sehr witzig war, der ganz süß aussah und Fratzen schneiden konnte der Höllentrip bei Feinkost Zip hat er mir nacherzählt aus dem Radio. Ich habe mich auf dem Teppich hingeworfen. Und der sagte zu mir, und der Typ, der da spricht, das ist ein ganz geiler Typ, der heißt Hans-Dieter Hüsch. Und ich hatte nie diesen Moment, wo ich einfach nur so, Mama, sondern ich war von vornherein, war mir klar, da sitzt jemand und sagt das alles. Und mir war auch sofort klar, dass diese Filme schon damals sehr alt waren. Und diese Kombination hat mich umgehauen. Und ich dachte, na, ob du sowas Lustiges jemals wieder siehst. Ich habe noch sehr viele sehr lustige Sachen gesehen, aber übertroffen wurde das nie mehr. Deswegen ist das ja bei Obst, die Pannenshow, das erinnert ja. Ich effe den Hüsch nach, bis der Arzt kommt. Und ich drücke mal E-Mails. Dass sie das Andenken an Herrn Hüsch hochhalten. Ist das nicht eher eine Reminiszenz dann? Wie auch immer man das nimmt. Aber ich finde es widerlich, wenn man sich zu seinen Vorbildern nicht bekennt. Ne? Jim Carrey, diese alte Rotzbacke, die immer von Peter Sellers faselt und gleichzeitig Jerry Lewis beklaut, aber die gelesen hat, dass Jerry Lewis nicht so angesehen ist. Nee,
kommt nicht in die Tüte. Also meine Vorbilder, es gibt noch einige. Hüsch ist bestimmt das Wichtigste und das Erste und die sind mir heilig und das darf jeder gerne wissen. Und du bist ihm aber auch begegnet, ihr habt euch getroffen auch. Ja, ich bin genau wie bei euch vorhin, ich bin einfach hinter die Bühne gegangen. Ja. Und Hüsch, ja, guten Tag. Und dann hat er mich auch gesiezt. Ich war so ein Kind und dann hat er mich auch gesiezt. Also zauberhaft, ganz, ganz süßer Mensch. Und haben Sie einen Rat für mich, Herr Hüsch, ich möchte auch Kabarettist werden. Ja, spielen Sie ein Instrument? Nein. Dann habe ich einen ganz wichtigen Rat für Sie. Suchen Sie sich einen Freund, suchen Sie sich einen Freund, der Klavier spielen kann. Habe ich ein bisschen doof geguckt. Gitarre geht auch. Klavier ist aber besser. So war das. Und dann durfte ich ja später sogar bei ihm auftreten, im nämlichen Hause, im großen Sendesaal. Ich war ein paar Mal bei ihm dann zu Gast, bei Hans-Dieter Hüschs Gesellschaftsabend. Und du hast diese wunderbare Nummer gemacht, wo du die Väter der Klamotte auf der Bühne dann quasi... das war die Nummer, die du damals bei Hard and Funny auch gemacht hast. Das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Das weiß ich doch noch. Da gab es diesen zentralen Satz. The Brain. Jetzt mache ich mal was ganz Beklopptes. Ich mache jetzt Monty Arnold. Das ist gar nicht bekloppt. Ich liebe solche Staffel. Moment, okay, ich mache jetzt Monty Arnold, der Hans-Dieter Hüsch macht, vor 25 Jahren nebenan in den Docks. Was muss Oberwachmeister Knickebein da sehen? Ohne Ober. Was muss Wachmeister Knickebein da sehen? Schon verkackt. Aber das war die. Wichtig ist, dass es runtergeht am Ende. Was muss Wachmeister Knickebein da sehen? Da wird nämlich diese Entrüstung wird da so mitgespielt vom Erzähler. Deswegen machst du das. Oh, unerhört. Sittensträuche, Hilfe, Polizei. Und du hast es wirklich so, man hat den Film ja nicht gesehen. Das lief jetzt nicht irgendwie ein Beamer im Hintergrund. Wo das gab es noch nicht. Es gab noch keinen Beamer. Aber das Geniale war, und man hat es vor, man hat es echt wenn vor Augen du wirklich unsere Generation bist. Und das. Und jetzt verrate ich, was ihr eh schon wisst. Ich sitze dann immer da und denke, was würde Hüsch jetzt sagen? Und dann gibt es, also bei Ups saß ich da immer und dann gab es ein Baby, dem es nicht schmeckte. Und dann fiel mir ein, was Hüsch wirklich mal ein, wo Stan Laurel als Schwuler auf einem Schiff ist, wo nur Frauen an Bord sind, als Matrosen. Hilfe, die Weiber. Und dann fangen sie ihn und füttern ihn. In Männer ohne Nerven war das. Und dann füttern sie ihn und Laurel, mir ist schlecht. Da muss man gleich tüchtig weiter essen. Ja, dann schmeckt es dem Baby nicht bei Ups und dann schreibe ich das schamlos genauso. Aber ich glaube, Hans-Dieter hätte sich da super drüber gefreut. Stan Laurel hast du gerade erwähnt. Wie sieht's aus mit dem Laurel and Hardy-Film, der demnächst ansteht? Du bist ein großer... Ich erwarte ihn mit Angst und Schrecken. Ja. Es kann nur grauenhaft werden. Meinst du? Wenn es das nicht wird... werde ich Abbitte leisten. Damit habe ich dann kein Problem. Aber hast du denn aufgrund des Trailers jetzt schon Bedenken? Nee, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, weil der wurde mir per WhatsApp geschickt und auf dem Smartphone. Wenn er mir jetzt auf Facebook geschickt worden wäre, hätte ich gleich am selben Rechner sitzend aber den Link verfolgt. Okay. Aber nee, ich, nein. Aber du wirst ihn sehen. Ich weiß es noch nicht, aber ich... Was meinst du? Thorsten, was ist los? Was machst du denn da? Thorsten, das Mikrofon, das... Thorsten, geht dein Mikrofon nicht, oder was? Ich glaube nicht. Oh, was? Können wir die Technik mal eben kurz... Hanno, haben wir... Aber dann nutze ich die kleine Pause, um hineinzurufen, bitte guckt doch vielleicht erstmal die echten alten Filme. Ja, absolut. Ja. Und dann braucht ihr den Film, egal ob er gut oder schlecht ist, das müssen wir dann auch gar nicht... Guckt euch doch bitte die alten Sachen an. Die sind wunderschön. Vor Jahren war ich... durch Zufall, wir waren in so einem Programmkino und wir wollten eigentlich was ganz anderes sehen und da lief dann, der Film lief aber nicht und dann lief aber stattdessen Laurel und Hardy in Oxford und ich habe den Film schon als Kind tausendmal gesehen. Ne? Ich glaube, ich habe im Kino noch nie so gedacht. Ich habe, da ist mir aufgefallen, ich habe die Laurel und Hardy Filme nie im Kino gesehen und das war das erste Mal und diese Szene in dem Labyrinth, in dem Heckenlabyrinth, es war unglaublich. Also es war, ich habe mir auch die Tage noch mal eine Dokumentation über Laurel und Hardy angeguckt. Es war ja, Stan Laurel war ja eigentlich die treibende Kraft dahinter so. Olli ist allen Ernstes mein Lieblingsschauspieler. Wenn ich einen nennen müsste, ich liebe so viele, aber wenn ich einen nennen müsste. Ja. Warum? Ich bin glücklich, wenn ich ihn sehe. Also ich habe zwei, die ich mehr liebe als die anderen alle. Und da kommt dann gleich hinterher Fred Astaire. Und man kann es, glaube ich, habe das selber mal analysiert in einer stillen Stunde. Fred Astaire ist so, wie ich wahnsinnig gerne wäre, aber überhaupt nicht bin und
bei Olli sehe ich immer in mich selbst hinein. Natürlich bin ich nicht so genial und so scharf, aber die Rolle, die er spielt, da finde ich mich also. Bei Fred Astaire, was ist die Eleganz? Dessen, ja, also dieses die Eleganz, die körperliche, wo die bei Olli auch nicht ohne ist, die Leichtigkeit. Aber dieses Menschliche bei Olli, immer dieser Blick in die Kamera, er wurde ja nicht umsonst sein Spitzname. War ja und es geht ihm immer um die Sache. Es geht Olli immer um die Sache und er fällt dann damit aber auf die Nase. Und wenn es einem um die Sache geht, wird man natürlich von niemandem ernst genommen. Davon kann ich ein Liedchen singen, meine Damen und Herren. Aber dieses charakteristische... Nein, ich nehme mir dann immer vor, so heute Abend nimmst du das mal alles nicht so ernst. Und dann gibt es eine Unterhaltung und dann wird irgendein wichtiges Thema... Stanley hat die Comics ja gar nicht selber geschrieben, der hat ja nur seinen Namen. Da hätte ich schon wieder in die Luft gehen können, weil das überhaupt nicht so... Ja, aber dann... Nein, Monty, halt den Mund, misch dich nicht ein. Aber du bist doch... Nein, und dann fange ich doch wieder an und dann lachen sich alle tot. Ach, wieso nimmst du das denn so wichtig? Das ist doch alles gar nicht so... Ich finde Marvel Comics aber nun mal wichtig. Ja, und schon habe ich den Salat. Was hast du für ein Problem mit DC? Weil es scheiße ist. Ah, Gott sei Dank, ich dachte schon. Gott sei Dank, wenigstens mal eine Analyse. Prost. Prost. Nein, aber Batman ist doch. Magst du Batman nicht? Jetzt aber. Soll ich dir es wirklich erklären? Ja. Also, erklär's bitte. So, das war's. Superman. Ja, jetzt hört mir das sowieso wieder keiner zu. Nein, du machst schon wieder denselben Fehler. Nein, Motti, das ist das Schöne. Das ist das Schöne. Hilft es nicht. Das ist das Schöne an unserem Publikum, die hören uns ja wirklich zu, egal was wir wünschen. Aber die denken dann auch, oh Gott, was ist das denn jetzt hier für ein Exkurs? Sie erwarten gar keine Inhalte. Batman muss doch gar nicht gut sein. Ich gehe doch sowieso in die Filme rein und gucke gar nicht hin. Was muss man denn darüber... Nein, aber das ist ja auch richtig. Es scheint ja doch einfach da eine Diskrepanz zu geben zwischen Marvel und DC. Erklär das doch bitte mal, erkläre dich. Also ich sag eine diplomatische Sache. Ne? So, Superman ist ja nun mal der erste Comic-Superheld. Es gab Superhelden schon im Hörspiel, es gab Superhelden schon in diesen Pulps, ne? Pulp Fiction, ihr wisst Bescheid, diese kleinen schmuddeligen Heftchen mit den Romanen drin. So, und dann war das nun der erste. Mir hat mal jemand erzählt, das wusste ich, war ganz klein damals, ne? Monty, es hat ja wirklich mal ein Spülmittel gegeben, das hieß Spüli. Ich dachte, Spüli ist so eine Redensart, ne? Um Spülmittel charmant zu bezeichnen. Nein, es ist tatsächlich so, dass das erste Spülmittel, was rauskam, hat wohl so geheißen. Spüli. Mehr musste man sich damals nicht ausdenken. Es gab ja nichts nach dem Krieg. So. Und bei Superman ist der Satz fast genauso. Es gab halt nichts vor dem Krieg. Ja, dann machen wir Superman, heißt der dann. Ja, ja, der kann alles. Ne? Ja, der kann fliegen und boxen. Und, ja, ist auch immer, gewinnt auch immer, ja. Aber es muss doch auch mal einen Tag geben, wo er nicht gewinnt. Genau, der hat einen Planeten und da kommen sie mit den Steinchen runter. Aber da ist er nicht so oft und sonst gewinnt der immer, ja. Und dann irgendwann merken die selber, wie kackend langweilig das ist. Und dann brauchen wir noch einen anderen Superheld, der auch mal nicht so gute Laune hat. Genau! Ein Superheld, der schlechte Laune hat. Ja, das ist eine gute Idee. Das gibt es noch gar nicht. Jo, hier. Ja, Batman, genau, der hat immer schlechte Laune. Und, ja, warum eigentlich? Ah, genau, die Eltern sind erschossen worden. Das ist gut. Ja, ja, genau. Ja, mehr ist Ihnen ja auch nicht eingefallen. Also, was ist denn das für ein Elend? Das ist doch Quatsch. Das ist doch furchtbar. Das ist doch zum Händefalten langweilig. Ich finde die Idee schwachsinnig zu sagen, oh, ich wähle das Kostüm einer Fledermaus, weil es den Leuten Angst macht. Das ist Quatsch. Da hätte man stattdessen... Du weißt genau, dass es mir darum nicht geht. Ja, der hätte auch... Du weißt ganz immer, genau, du Elefant nicht wäre auch gegangen. Maulwurf. Nee, aber ich finde es schon... Elefantman. Der gebrochenste aller Charakter. Natürlich ja, super. Wenn man nie Marvel liest, sondern immer nur im Kino guckt... Ach ja, Marvel. Grüne Laterne, lesen, grüne Laterne. Marvel, so, lesen. Und zwar die alten, die Silver Age Marvels. Ja. Ja. Thorsten, ich glaube, du hast gerade so ein bisschen deinen Meister gefunden, was das angeht. Also. Er mag Batman nicht. Das heißt nur, dass wir da an einem Defekt arbeiten. Ja. Das ist nicht das. Aber jetzt kommt die gute Nachricht! Jetzt kommt die gute Nachricht! Wir arbeiten an diesem Effekt nicht jetzt. Jawohl. Das machen wir jetzt Nein. noch nicht. Genau. Nein, ich bin so ein Batman-Fan halt, weil das ist meine Kindheit. Das ging früh los. Und das ist das Einzige, was in meiner Kindheit alles los war. In deiner doch auch. Da gab es doch nicht nur Batman. Ja, aber das Problem ist, ich kann mir kaum vorstellen, dass wir die gleiche Kindheit hatten, wenn ich mir dein faltenfreies Gesicht ansehe. Ehrlich gesagt komme ich mir mit meinem Gesicht vor, als wäre ich irgendwie so eine Schippendeck-Leder-Couch. Was machst du? Das gleiche war. Ich behaupte doch nur, dass es mehr als Batman damals auch bei dir gegeben haben muss. Nö, wir hatten ja nichts. Ach so.
Da nee, haben wir die Erklärung. Ich hatte das Batman, das Corgi-Batmobil, das damals sehr billig war, das kleine. Da kannst du vorne so einen Dosenöffner rausfahren, kleine Raketen abschießen, ja. Batman Robin saßen drin. Alles toll. Bei Doc Savage geklaut. Ach so, Entschuldigung. Ja, wenn das, ja, der, wenn das war Wilson Green, ist, dann war Green alles bei Hornet Doc Savage. Früher, weißt Bitte? Du das, Gary? Green Hornet? Green war, Hornet war, war auch früher. Das war ein Hörspiel, ne? Das war ein Hörspiel, ne? Oder ja, der, das, genau. Das könnte früher gewesen sein. Aber bei Doc Savage ist alles aufgeschrieben worden. Also dieser berühmte Satz, der vorhin ja auch schon viel seltsam, aber so steht es geschrieben. Er müsste eigentlich lauten seltsam, aber so steht es geschrieben bei Doc Savage. Okay. Ich glaube, Green Hornet waren übrigens, das waren Radiohörspiele, die durch den Erfolg der aufkommenden Superhelden. Ja, Batman, durch die Batman-Serie haben die dann. Naja, es gab auch eine Superman-Serie und so weiter. Ja. Es gab, das war dann sehr viel später. Ich gesagt, Green Hornet, was aber ein bisschen bizarr war, das dubiose Angestelltenverhältnis zwischen Kato und der grünen Hornisse, ja, die auch irgendwie nur hinten sitzt und sich an den Füßen spielt und dann irgendwie Verbrechen. Ja, das ist das Niveau von DC auch. Also wenn man DC mag. Green Hornet könnte Ihnen gefallen, wenn Sie Batman mochten. Ja, aber es hatte Bruce Lee. Ja, wir werden heute aber nicht mehr bei DC einmarschieren. Lasst uns. Darf ich den kontroversen Kuschelkurs mal eben kurz unterbrechen? Das ist nicht kontrovers, man Batman nicht. Schlag ein neues Thema. Thorsten, du hattest noch eine andere Frage, die du Monty gerne stellen wolltest. Ja, das stimmt allerdings. Ja, genau. Wenn ich mal kurz den Plusback spielen darf hier. So. Du hast noch eine andere Frage. Ja, Hennes, was macht das mit dir? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Du hattest eine Phantomas-Maske. Du hast eine Phantomas-Maske machen lassen. Ja. Dankeschön. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Nein, ich habe schon wieder Angst, dass ich zu viel labere. Nein. Du bist unser Gast. Meine Mutter hat mich mit einem einzigen Satz erzogen. Also ich sage nur Satz dazu, weil das alles war, was sie sagte. Es war eigentlich kein richtiger Satz, es war eher ein Geräusch. Und dann dachte ich, egal, sie ist ja jetzt gerade nicht hier. Was hat es mit der Phantomas-Maske auf sich? Ich habe sehr viele Solo-Programme geschrieben. Also ich war immer mit drei Programmen unterwegs. Gleichzeitig? Ja. Also so, Ja. Aus verschiedenen Gründen. Erstens hat man noch mehr Spaß, als wenn man immer das Gleiche spielt. Zweitens hatte ich verschiedene Pianisten für diese verschiedenen Programme, konnte also bei der Buchung immer so ein kleines bisschen reagieren, wer hat Zeit. Und es gab ein Programm, das wollte keiner haben. Ich habe das aber auch geahnt, also es hat mich nicht gekränkt. Das hieß Orpheus in der Einbauküche, war eine Parodie auf den Film Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock. Also jetzt nicht wirklich eine Parodie, aber die Situation, da sitzt jemand in dieser Wohnung und bei Hitchcock hat er ja ein Gipsbein und dann guckt er immer aus dem Fenster raus und dann hat er so ein Teleobjektiv, weil er Reporter ist und dann beobachtet er die Nachbarn gegenüber. Bei mir ist es also so, dass er diese Nachbarn gegenüber beobachtet, weil er nicht mehr vor die Tür gehen will, weil er die Menschheit hasst und so weiter. Und dann hat er sich irgendwann so einen Plan gemalt mit Planquadraten und dann weiß er jetzt zwar nicht, wie die Leute heißen, aber er weiß, ach, das ist der Kinderficker aus A5 und so. Ja, es war ein richtiges Theaterstück, es war ein Personenstück. Und am Ende dreht er vollends durch und holt einen kleinen Kasten auf die Bühne und dann hat er so ein kleines Schaltpult, das fürchterliche Geräusche macht und dann rächt er sich an der Welt, indem er stellvertretend die Nachbarn von gegenüber in diesem Hof, in diesem Hinterhof, alle grausam richtet und dann erklärt er auch, was er mit ihnen macht. Also ich war richtig wild zu Fuß früher, wenn man gerade merkt. Von wegen, da muss man schön weiter essen. Nein. Und dann sagt er irgendwann am Schluss, und diese Wohnung, für diese Wohnung habe ich mir das Schlimmste ausgedacht. Ich lasse alles, wie es ist. Ihr sollt eure schäbige... Also so ein Stück war das. Und leichtfüßiges Kabarett. Ambitioniert, ja, durchaus, ja. Und mein Pianist hat dazu die Filmmusik, also kennt ihr bestimmt, wir sind ja, zum Glück ist das Publikum ja nicht nur jung heute Abend, ihr kennt wahrscheinlich diesen Film mit Gene Hackman, The Conversation, wo er diesen Abhörspezialisten spielt, der da auf dem Klo. Und die Filmmusik dazu, das ist nur Piano, eine reine Piano-Soundtrack im Hintergrund, und das ist von David Shire, geile Mucke. Die habe ich den Pianisten rausschreiben lassen, Note für Note, und habe sie dann, diese klaustrophobische, flirrende Klaviermusik lag dann unter meinem Stück. Und am Ende zieht er sich also eine Phantomas-Maske auf, die aber wirklich richtig geil phantomassig aussieht, kommt raus und sagt, auf diesen Moment habe ich mich den ganzen Abend gefreut. Ja. Das ist nicht gut gelaufen? Nein, natürlich nicht. Das kannst du dir doch denken. Für mich klingt es, also, wenn ich es nicht selber haben würde, würde ich DC verkaufen. Aber an sich,
Nein, aber die würden es natürlich nicht nehmen. Ach, das ist uns nicht langweilig genug. Hast du die Maske gefragt? Hast du die Maske richtig bauen lassen? Ja, die habe ich mir anpassen lassen, angießen lassen. Und der gleiche Typ, der das da gemacht hat, hat mich dann erkundigt hier in Hamburg. Na, wer könnte das machen? Dann nannte mir jemanden. Und dann habe ich, als ich also saß, als ich gerade noch reden durfte, habe ich zu ihm gesagt, es wäre ja schön, wenn ich auch noch so ein Gerät hätte, mit dem ich am Schluss meine Nachbarn vernichten kann. Und das baue ich dir. Und hat er mir das auch noch gebaut. Ja. Und das ist ein Spezialeffekte-Mann im Prinzip. Der konnte irgendwie alles. Wohl alles, ja. Die Maske ist ja aber Schaumlatex? Das war so, so wird es wohl geheißen haben. Das ist natürlich irgendwann weggegammelt, ne? Zerbröckelt. Ja. Aber das war bei dir ganz oft so, auch gerade bei der Männer ohne Nerven-Nummer, dass ich gedacht habe, das ist jetzt richtig. Also ich finde es richtig total geil, weil ich halt mit dieser Sendung halt auch konditioniert worden bin und aufgewachsen bin. Aber ich dachte es schon damals irgendwie so, oh, was passiert, wenn Leute das nicht kennen, wenn wir es nicht verstehen? Scheißegal. Das Problem, ja, das will ich ja halt gerade wissen, ist, wenn man sowas macht. Wir machen das auch manchmal zwischendurch. Man macht irgendwie bei mir ist es manchmal so ein Gag, ja, oder ein One-Liner. Kann man minutenlang machen. Das war ja bei dir dann ein ganzes Stück eigentlich, ne? Nein, meine Solo-Programme basierten ja immer nur darauf, dass die Sachen, die ich witzig finde, das Publikum auch witzig finden müsste eigentlich. Ich habe nur so von mir auf andere geschlossen. Und es ist wurscht, ob man die Sachen vorher kennt oder nicht. Das ist völlig wurscht. Redakteure werden sowas nie begreifen, Regisseure schon gar nicht. Deswegen habe ich ja dann auch keine Regisseure gehabt, weil das las ich immer scheiße. Wenn die das gelesen haben, sah das natürlich grauenhaft aus. Und ich hatte zwei Redakteure in meinem Leben, der eine bei UPS, der andere beim Saarländischen Rundfunk. Die lasen das und dachten, naja, das ist wahrscheinlich lustig, wenn das dann macht. Hm. Die haben mir dann vertraut. Ja, solche Leute brauchst du beim Fernsehen. Leute, die haben natürlich, klar, wenn ich das jetzt jeden Abend versemmelt hätte, hätten sie auch was gesagt. Aber sie haben es zumindest mal ausprobiert. Und dann haben sie immer, meine Pianisten wollten immer, ich will das ganze Programm mit dir proben. Sag ich, es reicht doch, wenn du deine Stichworte hast. Und dann proben wir die Lieder und dann hast du... Nein, ich will das ganze Programm mit dir proben. Und dann, mein Gott, na gut. Dann stellte ich mich dahin und sagte, irgendwo in den Gewölben einer Bank in London steht ein Blechtruhe, auf der mein Name zu lesen ist. Dann guckte ich zu meinem Pianisten rüber und der erbleichte und fing an zu schwitzen und stöhnte. Und ich merkte richtig, wie er das alles scheiße findet, was ich da so sage. Dann sagte ich so, wir hören jetzt damit auf. Was? Das ist nicht witzig, wenn ich dir das hier vorlese, nur weil du das schon hören willst. Das ist in dem Moment witzig, wo man das im Publikum, im Saal macht. Mhm. Vorher nicht. Na gut, dann haben wir auch wieder aufgehört zu proben. Und ich, um deine Frage zu beantworten, ja, eine Parodie muss kein Schwein kennen. Das muss überhaupt nicht sein. Man darf aber nicht rausgehen und sagen, wir kennen das doch, ne? Ja. Und dann so lange das Publikum anglotzen, bis sie irgendwann aus Nettigkeit lachen. So das funktioniert Comedy das Prinzip. Bei der Comedy. Eben, genau. Ja. Exakt so. Aber nicht mit mir. Nein, man kommt raus und ich habe dann wirklich mal so einen Nageltest gemacht. Ich wusste genau, die Thunderbirds, inzwischen kennt man die, glaube ich, wieder. Mhm. Die sind aber bestimmt 25 Jahre lang nicht im Fernsehen gelaufen. Ich weiß noch, ich bin einmal mit einer Fahrgemeinschaft von Hamburg aus nach Hannover, war nicht so weit, weil wir da im Kino eine Spätvorstellung mit den Thunderbirds sehen konnten. Anders kriegte man sowas nicht zu sehen. Ich habe gesagt, so, ich mache jetzt eine Thunderbirds-Nummer und ich weiß, das kennt wirklich überhaupt niemand. Und das wird gemacht. Und es gibt so eine Nummer, wo Lady Penelope ihren Butler herbeiklingelt. You rank, my lady. Und dann sagt sie zu Parker, sie will mit ihm Spazierfahrt machen. Ein zauberhafter Song, wo sie dann zwischendurch einen Agenten zur Strecke bringen. Und das habe ich einfach so gemacht. Und es hat wunderbar funktioniert, weil die Nummer einfach klasse ist. Und dann habe ich natürlich mit albernen Stimmen und mit einer sehr hübschen Musik, dann war alles gut. Wird es denn irgendwann mal wieder ein Monty Arnold Live-Programm geben? Ja, wenn das Magazin Kino anruft und sagt, wir möchten ihren Laurel und Hardy Stummfilm Live-Abend buchen, dann gehe ich da wieder hin. Was meinst du? Aber da hat auch der Betreiber gewechselt. Okay. Ja, was ist das, der Laurel und Hardy Stummfilmabend? Ich zeige vier Filme, ja, wo die Zwischentitel entfernt sind und dann synchronisiere ich die. Tutti durch? Tutti durch mit Geräuschen. Okay. Und der Pianist spielt auch wirklich diese hübsche Väter der Klamotte Musik. Willst du dafür ein bisschen weiterfahren oder nicht? Natürlich. So? Dann können wir mal gucken. Also den deutschen Sprachraum sollte ich nicht verlassen. Aber jetzt ja, mal. Stimmt. Ich habe in Kenia einige Kontakte. Nein. Ja. In dem Kino. Oder die klingonische Fassung. Pach, pach, pach. Oh. Ja.
Aber ohne Film und ohne das Ganze, du als Solokünstler nur Mikrofon? Ich habe kein Material. Also wenn ihr jetzt mich eingeladen hättet, um hier ein Set zu machen, ja, dann hätte ich es wahrscheinlich auch durchaus angenommen. Okay. Weil das war natürlich ein sehr rührender Moment, mhm, als die Mail kam. Aber ich hätte natürlich überlegen müssen, was machst du denn? Okay. Und dann hätte ich mich hingesetzt, hätte versucht, was zu schreiben. Aber das wäre dann abenteuerlich, weil meine Witze sind nun im rein physikalischen Sinne alle sehr alt. Und das wäre nicht ohne weiteres gegangen. Okay, darf ich dir ganz kurz ein menschlicher Moment sagen? Wir vermissen dich ein bisschen in der Szene auch. Also, der Szene? Ja, so. Da so lachen ja die Hühner. Nein. Sowas vermissen wir in der Szene. Da gehen wir über Tisch und bringen. Nein, aber wenn ich auch mit Kollegen spreche und so von damals auch so, ich denke, es ist schade, dass Monty irgendwie nicht mehr dabei ist. Also wir hätten dich gerne wieder so ein bisschen, also ich bin ja jetzt auch eine Generation, ich bin jetzt auch nicht mehr, ich bin ja auch kein Youngster mehr, ich bin ja auch kein Newcomer mehr und es ist ja auch nicht leichter geworden, aber ich finde, wir Alten, wir müssen... Ich glaube aber auch nicht, von oben drauf geguckt, schwerer ist es, glaube ich, auch nicht geworden. Es ist anders. Nee, aber es ist, wo ich dir ja auch recht gebe, mit der Erwartungshaltung des Publikums, es gibt viele, die dann sagen, okay, ich muss das und das jetzt erfüllen, deswegen bewundere ich deinen Ansatz und sagst so, nein, ich mache das, was ich mache und wenn die Leute... Ich mache es ja nicht, um die Leute zu quälen, sondern ich mache das, was ich mache, weil ich denke, es wird genommen und wenn es nicht genommen wird, muss man seinen Laden zumachen. Gut. Und den habe ich irgendwann zugemacht, weil ich will jetzt hier nicht rumjammern. Also mir sind groteske Dinge passiert, die mich dann einfach, die mir klar gemacht haben, bitte gehen Sie. Ja, dann muss ja die nächste Frage sein, was machst du jetzt, was machst du heutzutage? Also was? Jetzt kommt dieser Scheu, ich habe das vorhin zu schätzen gewusst, du hättest um ein Haar gesagt, wir haben uns gefragt, was macht eigentlich Monty? Und da wir vorhin gesprochen haben und ich sagte den Satz, was macht eigentlich, möchte ich nicht mit mir zusammen in einem Satz. Haben wir auch nicht gemacht. Hast du dich vorhin hast du da so weggerülpst? Jetzt kam es aber Die Frage ist, was macht Monty eigentlich alles? Das ist ja der Punkt. Zumal du auch nicht gerade aussiehst wie ein Kollege von damals, wie Hennes das gerade gesagt hat. Du siehst im Prinzip aus wie ein Kollege von heute. So, wenn man sich Michael Mittermeier ist ein toller Typ, aber wenn der nicht aussieht wie Grindelwald, wer denn dann mittlerweile? Und das ist so... ich meine das nicht böse, aber der teilt sich die Haare so blond hoch neuerdings. Ich finde auch. Besser aus, ja. Besser aus. Mittermeier. Mittermeier wird auch nie alt. Nein, aber Monty, kann ich kurz sagen, du synchronisierst sehr viel und du machst... Nein, ich bin Sprecher und Autor. Autor. Ich bin Medienautor. Es gibt einen wunderschönen Satz von Woody Allen, den ich sehr auch... Ich habe sofort Ja gesagt, als ich das las. Wenn mich jemand anruft und sagt, bitte schreiben Sie ein russisches Drama, setze ich mich hin und schreibe das. Also im Grunde schreibe ich auf Zuruf. Es macht übrigens einen Heidenspaß, auf Auftrag auch zu schreiben, wenn man jetzt nicht ständig nur geärgert wird. Aber grundsätzlich ist es toll. Also früher habe ich ja mal alles alleine gemacht und mir alles ausgedacht und auch selber Regie geführt. Und das ist jetzt auch schön, dass das nicht mehr so ist. Also es ist sehr gemütlich, wenn man dann jetzt mal einen Partner hat. Du musst jetzt nur den Text schreiben oder nur sprechen und schreiben. Und ich unterrichte. Ich habe lange Zeit, 12 Jahre oder so, habe ich Musical-Klassen unterrichtet. Was unterrichtest du da? Also in den Musical-Klassen habe ich Geschichte unterrichtet. Dann habe ich zu ihnen gesagt, ja, das Musical ist entstanden und dann gab es Leute wie Cole Porter und konnten sie natürlich nichts mit anfangen. Ja. Und dann habe ich sie wussten aber auch nicht, wer Sinatra ist. Und sie wussten nicht, wer Heinz Erhardt ist. Und nein, das ist mein voller Ernst. Wirklich. Das ist Tanzvieh. Nein. Ja, weil wenn Sie Sinatra nicht kennen. Meine Lieben, ich wollte gerade was dazu sagen, was mir auch wirklich wichtig ist. Ihr wisst, ich nehme mal alles so ernst. Hinreißende, süße Menschen und auch begabte Menschen, das ist alles nicht der Punkt. Aber ein Interesse haben Sie dafür nicht. Sondern Sie machen dann so eine Ausbildung, weil man irgendwann zu Ihnen sagt, du siehst aber hübsch aus, du singst aber schön, du tanzt aber schön. Ich fand das ja erstmal toll, das zu sehen. Ich habe in meinem Blog geschrieben, und das ist mein voller Ernst, lieber Stan Lee, leb wohl in einer anderen Welt, ohne dich hätte ich die 80er Jahre im Saarland nicht überstanden. Nicht er allein, aber Stan Lee, Eberhard Storek, Hans-Dieter Hüsch, ich glaube, das sind so die drei wichtigsten gewesen. Ich wäre verreckt, das ist mein voller Ernst. Und Fred Astaire und Laurel und Hardy natürlich auch. Ja.
Und die jungen Leute sitzen aber nicht da, weil sie Musical mittlerweile, wo das Musical so große Verbreitung hat, finden sie natürlich Elisabeth toll. Da fällt mir ja überhaupt nichts mehr zu ein. Also hätte ich einen Schuh, er würde mir runterfallen vor Entsetzen. Also diesen Kunze-Kack da, das ist ja nicht zum Aushalten. Heinz-Rudolf Kunze. Michael Kunze. Ja, aber Heinz-Rudolf Kunze hat ja viel Text übersetzt tatsächlich. Er hat Les Miserables übersetzt. Gelegentlich. Miss Saigon hat er übersetzt. Miss Saigon und Les Miserables hat er auch übersetzt. Tanz der Vampire. Ein typisches Beispiel. Es gibt in dem Musical A Chorus Line, gibt es diesen Satz, up the stair, the very narrow stairway, to the voice like a metronome. Das übersetzt Kunze, eine Treppe führte steil nach oben, Rhythmus klang auf den Hof hinaus. Erstmal schön, aber dann sing das mal. Eine Treppe führte steil nach oben, Rhythmus klang auf den Hof hinaus. Das kann man nicht anders singen als so. Okay, ich nehme alles zurück. Diese Musical-Menschen quälen sich auch sehr. Oder da sind viele Sachen bei. Nein, ich meine aber jetzt wirklich. Also. Ja. Es gibt bei Starlight Express. Sitz mal anders. Starlight Express in Bochum. Ich soll anders sitzen? Das ist alles, was ich kann. Nein, aber in Starlight Express in Bochum wird ja gesungen von vielen jungen Engländern und Engländerinnen und Briten, die direkt aus England kommen, weil sie gut Rollschuh fahren können, sondern weil sie besonders günstig sind. Und da gibt es diese eine Stelle, da singt sie im Original, ich verstehe mich selber nicht. Und auf Englisch ist das dann, also im englischen Duktus, ich verstehe mich selber nicht. Und alle im Saal, ja, wir auch nicht. Also es ist, du hast eben Eberhard Storek erwähnt, über den muss ich ganz kurz sprechen. Eberhard Storek, natürlich der Synchronmeister des ZDFs, damals in den 70er, 80er Jahren. Die Stimme 70er. 70er Jahre, die Stimme von Willi. Ja, Maya. Oh nein, Maya. Und ich glaube, du hast das über Santiago Ziesma, die Stimme von SpongeBob, auch schon erwähnt, dass der auch so ähnlich halt einfach klingt. Santiago hat auch diese Stimme, den erkennt man sofort, weil er diese besondere Sprachmelodie, der stößt so ein bisschen an. Man hört, wenn ich mit ihm telefoniere, so, oh Hennes, hallo, wann bist du mal wieder in Berlin? Ich denke mal so, oh mein Gott, ich spreche hier gerade mit SpongeBob. Aber hast du Storek kennengelernt? Ja, ich durfte ein paar Mal unter seiner Regie auch, er hat ja noch sehr lange im Studio Hamburg auch Synchronregie gemacht. Ja, immer. Dorek klingt ja auch in Wirklichkeit so ähnlich. Aber was der... Ich möchte ein Gedicht aufsagen. Bitte. Der hat bei Paulchen Panther aus dem männlichen Ameisenbären ein Weibchen gemacht, das wisst ihr natürlich alle. Die blaue Elise. War das geil. Ja. Im Original zum Davonlaufen. Auf Deutsch wunderbar. Und er hat diese Paulchen Panther Gedichte geschrieben, die wirklich fabelhaft sind. Das war Storek. Von allen schönen Stunden sei gepriesen die Stunde des Verdauens zwischen Abendbrot und Bette. Die Zeit, in der man ausruhen kann, entspannen und genießen. Das Nichtstun und das Studium der täglichen Gazette. Geht dann so zwischen Spalte 2 und 3, ganz wie von ungefähr eine schwarze Maus vorbei, ist es vermutlich eine echte Maus gewesen. Denn sollte wirklich von zu vielem Lesen Verwirrung eingezogen sein ins Denkgehäuse, sieht man bekanntlich weiße Mäuse. Solche Sachen hat er da geschrieben. Unglaublich. Ist nicht unglaublich? Unglaublich. Der große Eberhard Storek. Und natürlich, um das noch abzuschließen, der Inspektor Clouseau und Sergeant Doudou, ne? Ja. Die Nachricht vom Ausbruch des berüchtigten Bombenlegers Bumi Krachmann aus dem Gefängnis verbreitete sich wie ein Lauffeuer in ganz Paris. Versuchen Sie das mal im Original. Es steht im Netz. Ja, deutsche Zeichentrickserien sind schon, also nicht nur Rainer Brandt, sondern auch Storek und andere. Ja, Brandt ist ungleich populärer, weil Rainer Brandt auch sich immer auch gezeigt hat und so weiter. Aber ich möchte mit dir zum Schluss noch über einen Mann reden, der auch leider nicht mehr da ist, den wir beide zusammen hier nebenan auch getroffen haben, nämlich über Konrad Halver. Ja. Wie ist es dazu gekommen, dass du die lange erwartete Fortsetzung von Mopsy Mops schreiben durftest? Mopsy Mops war eine Konrad Halver, muss ich kurz sagen. Konrad Halver war damals, vor vielen Jahren, einer der Hörspielproduzenten, Regisseure überhaupt. Er war der deutsche Winnetou? Er war der deutsche Winnetou, ganz genau. Und hat bei sehr vielen Europaproduktionen gesprochen, hat unter anderem das erste Huibu-Hörspiel Regie geführt, geschrieben und so weiter. Und ich habe Konrad irgendwann mal kennengelernt, über Günter Merlau, für den Gary geschrieben hat. Und wir saßen da 2 Stunden bei Lausch in der Küche und Conny hat erzählt und ich saß da wirklich so, oh, Onkel, erzähl mehr. Es war so eine wunderschöne Sache. Ich habe ihm auch irgendwann mal gesagt, er muss das mal alles aufschreiben und als Biografie rausbringen. Und er hat ausgeschlossen.
Oscar hat es aber nicht gemacht. Und er hat damals eine Serie gemacht, eine Hörspielserie auf Platte, auf Vinyl noch, die hieß Mopsy Mops. Das war so sein Versuch. Anfang der 80er. Anfang der 70er. Anfang das war sein Versuch, so ein bisschen an Mickey Mouse ranzukommen, Mopsy Mops. Das war aber ungleich anarchistischer und es ging auch um Drogen und es war halt wunderbar erzählt mit der Stimme von Hans Petsch und so weiter. Und ja, das ist ein Kultding geworden. Die ganzen super Stimmen der damaligen Zeit waren da alle irgendwie drin. Das war, ja. Dann würden sie gar nicht erst alle auf. Wenn ihr mal drauf kommt, Mopsy Mops, ich weiß nicht, ob es bei YouTube geht. Und du hast dann die Ehre gehabt, wenn ich das mal so sagen darf, die Fortsetzung, die finale Fortsetzung, das Schlusskapitel zu schreiben für Mopsy Mops, für das ich die große Laberhirni-Verschwörung. War das richtig? Ja, Mopsy Mops und die große Laberhirni-Verschwörung. dieser Effekt, gleich sagen die Menschen alle, ach ja, ist ausgeblieben, weil es natürlich niemand kennt und insofern, es ist nicht heiß erwartet worden. Aber trotzdem, wenn die Leute es jetzt hören, Kalkofe spielt, spricht die Hauptrolle, glaube ich. Ist der Bösewicht. Der Bösewicht. Dr. Laber-Lefzinger. Ich spreche, glaube ich, einen kleinen Hunde Offizier oder irgendwie sowas, ganz kurz. Und ich hab damals gespielt im Schmidt nebenan 2010 und du warst da und Conny war da und Conny druckste so rum und sagte, ja Hennes, hast du Lust? Ich kann dir nicht viel bezahlen. Ich so, Conny, ich warte die ganze Zeit drauf, dass du mich fragst. Und dann saß ich am nächsten Tag im Studio und habe wirklich über Kopfhörer Regieanweisungen bekommen von Konrad Halver. Das war wirklich ein großartiger Moment in meiner Karriere. Das ist mit Conny Halver eigentlich dieses Jekyll and Hyde Hörspiel erschienen. Wisst ihr da was von? Das weiß ich nicht genau. Er hat ja Kommissar Dombrowski gemacht, oder wie? Genau. Dobranski. Ja. Dobranski, Entschuldigung, fuck die Scheiße. Ist ein Jekyll and Hyde Hörspiel erschienen? Weil das habe ich geschrieben, würde mich schon ist, interessieren. Glaub ich, okay. Ist, glaube ich, nicht erschienen. Noch nicht. Aber monatelang habe ich auf jeden Fall. Ja, Mainz ist erschienen und das hat aber niemand gehört. Dann wäre es Mainz schöner, wenn nicht, es gar nicht erst erschien. Mainz konnte keiner hören, wir haben es gar nicht erst produziert. So ja, ich beneide dich. Was ist das denn mit fatalistischer Einstellung? Nein, das ist ja nicht meine generelle Einstellung, aber wenn ich es nun gemacht habe und es wurde nicht vertrieben, es verreckte im Rohr und überhaupt. Die Sachen gehen ja nicht verloren. Doch. Du hast ja nicht auf den Marktplatz geschrien. Irgendwann wird man sagen, Monty Arnold, das Genie. Wahrscheinlich der ist jetzt auch Podcast schon Podcast veröffentlichen. Nein, nächste Woche, schätze ich mal. Und dann kommt das alles wieder hoch. Und das sind ja Sachen, die nicht verloren gehen. Wo hochkommst? Das ist ja wie Blade Runner. Den fand ich ja mit 12 auch mega beschissen. Ich auch. Da war ich älter als 12. Und mittlerweile finde ich ihn nur noch ein bisschen langweilig. Und das ist ja auch was anderes. Gute. Aber Blade Runner wird Ihnen gefallen, wenn Sie Batman mochten. Ja, ganz genau. Sehr traurig. Mopsy Mops, die große Laberhirni-Verschwörung. Monty, ich hoffe, wir sehen uns. Damit schließt sich jetzt nicht nur der Kreis, sondern ich hoffe, das geht auch auf jeden Fall noch weiter. Was machst du als nächstes? Hast du irgendein heißes... Hoffentlich sagst du gleich in der Garderobe zu mir, hey, sowas Lustiges wie heute müssen wir noch mal machen. Ja, müssen wir auch. Gibt es irgendwie einen heißen Scheiß, den du gerade irgendwie am Start hast? Moment, der klatscht schnell, ja. Ja, lass die Leute mal. Hennes, dein Applaus. Dankeschön. Nein, ich mache meine Arbeit, meine Aufträge. Also früher war ich, das ist jetzt nicht so hochgestochen gemeint, also früher war ich Künstler in dem Sinne, dass ich was mir ausgedacht habe und dann bin ich damit rausgekommen. Also Ars Gratia Artis. Heute bin ich Auftragskünstler. So, und wenn jetzt jemand sagt, stellen Sie sich auf die Bühne und erzählen Sie Ihren Lieblings-Doc Savage-Roman nach, und wir sorgen dafür, dass Publikum kommt, wovon ich aber nicht ausgehe. Und sie kriegen dafür 100 Mark und dann mache ich das. Wir gucken. Mark, gut. Ich finde Mark einfach lustiger. Ich auch, ja, ich finde auch. Haben wir nicht heute noch 100 Mark? 2 Mark 50. Das ist lustig. Ja. 2,50 € ist überhaupt nicht lustig. Früher war Geld lustig, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, wissen die gar nicht. Die wissen ja auch nicht, dass 2,50 Mark ist, waren ja bis zu 100 Reichsmark in seiner Zeit. Je nachdem, wie das gewechselt wird. Aber ich finde, wir haben heute noch einen Markwitz gemacht im Auto. Wir haben mal gesagt, wir gehen gleich über die Reeperbahn, da steckt uns einer 20 Mark in Schlüpfer. Irgendwie sowas. Nein, es gibt ja sogar in Mopsy Mops einen Markwitz. Und zwar der Rapper, der da auftritt am Anfang im Knast, ja, als die Zuchthausorgel eingereicht wird. Der heißt ja Mark 50. In Anlehnung an 50 Cent. Den Witz versteht man nicht, wie ich gerade feststelle. Na, zum Glück hat ihn ja eh niemand gehört. Monty, es war uns eine große Ehre. Wie er da gar nicht drauf eingeht. Doch, jetzt. Ja, ich will. So kalt abmoderiert. Ich habe so ja, Monty. Ich habe mich, das geht. Kannst du mal ein bisschen empathischer die Markus sein? Das Lanz, ist ja Schule. Doch, ich habe innerlich was? Gelacht. Das war Markus Lanz erwähnst du. Markus Lanz erwähnst du häufiger. Ich war ja bei dem Hörspiel dabei, deswegen kann ich das auch. Ja, aber du erzählt das. Ach, alle lachen nur so.
Monty, es war sehr schön, dass du da warst. Was willst du am offenen Gehirn operieren, Monty? Ja, aber das ist doch mein Witz. Mützenbaumschädel. Thorsten, ich baue mal um, dann mach du mal die Abmoderation. Es war so schön, dass du da warst, aber ironisch gemeint. Nein, war es wirklich. Und dann ist war es schön. Lustig. Es war heute erschreckend viel Inhalt, das sind wir sonst nicht gewohnt. Was? Inhalt? Viel, man hat viel erfahren. Wir achten da bei unseren sonstigen Podcasten drauf, dass da nicht ganz so viel bei rumkommt, sondern wir arbeiten da viel über Stimmung und Gefühle, weißt du? Der Weißerei war scheiße. Mit Monty ist Gefühl natürlich nicht drin, das haben wir uns Nein, schon überlegt. Nein, doch, Gefühl, große Gefühle. Große Gefühle. Große Gefühle. Ja, wir müssen das DC-Ding noch in den Griff kriegen und dann läuft das. Das kannst du vergessen. Wir haben noch ganz DC versucht seit 55 Jahren das DC. Brauch, ich glaube, das Blatt brauche ich, Thorsten, weil sonst wegen, kann wegen ich... Wegen der Akkorde. Wegen der Akkorde. Wir singen jetzt noch ein Weihnachtslied. Wir möchten noch darauf hinweisen... Aber du hast nur ein Leseblatt gemacht. Dann guckst du bei mir mit drauf. Ah ja. Das machen wir, das teilen wir uns. Wir möchten natürlich immer noch darauf hinweisen, erstmal nochmal danke an das Publikum hier im Schmidtchen. Ja. Ein ganz großartiges Publikum. Könnt ihr euch mal eben selber beklatschen. Das war richtig toll heute Abend hier. Vielen Dank. Wenn euch und Ihnen diese Podcast-Situation, die wir hier erstellt haben, gefallen hat, dann liked uns, teilt uns, abonniert uns. Wir Ganz müssen wichtig, es immer wieder ja, sagen, das stimmt. Denn wir sind abhängig von euren Klicks. Eine Treppe ist steil. Ich bin nicht abhängig von euren Klicks. Nein, also, kann ich jetzt nicht behaupten. Kommt doch so was rein. Thorsten, mach doch einfach mal den vorweihnachtlichen Sack zu. Ja, genau, wir haben im Auto gesessen und es war so langweilig, dass wir gesagt haben, wir singen noch, also Hennis ist eigentlich monothematisch auf die Idee gekommen. Ehrlich, ganz ehrlich jetzt. Und dann mussten wir mit dem proben die ganze Zeit im Auto, weil konnte es ja nirgendwo hin. Auf A2. Wir haben dann Weihnachtslied, also was halt geprobt ist, ist auch ein großes Wort. Ich habe gerade davon erfahren. Ja, das ist, du bist der Einzige, der noch später dran ist als wir tatsächlich. Hennis wusste es als Erster und das blieb auch so. Und wir singen Weihnachtslied. Möchten Sie auch ein Weihnachtslied singen oder sind Sie da mental raus, dass Sie sagen... Sind Sie in der Weihnachtsstimmung jetzt gerade? Wir müssen natürlich davon ausgehen, der Podcast wird vielleicht auch noch zu Ostern gesehen. Das stimmt, dann sollen wir jetzt machen... Hopp, hopp. Klingelingelinge ist der Eiermann. Ja, Klingelingeling ist der Eiermann. Nee, aber was kommt nach Ostern? Pfingsten. Pfingsten. Was war da nochmal? Das spielt auch keine Rolle, wir müssen... Mit dem Heiligen Geist, der runterkommt. Das ist wie... Bleiben wir sitzen. Obwohl, das könnte von DC sein wieder. Lass uns... Da gebe ich dir recht, diesmal. Du machst dir einen Witz daraus, was zu mir zu sagen. Naja, ich meine, ich bin ein Batman-Freund. Das macht man mir auch nicht mehr... In meinem Alter macht es mir nur noch ganz wenig malig. Du siehst ja, ich glaube ja auch, ich könnte Diesel-Jeans mit Rissen drin tragen. Ich hinterfrage mich du nicht mehr selbst Du hast es bewiesen, so. Dass du es kannst. Ja, genau. Was für ein fahles Knie. Ich möchte nun... Obwohl er ist wirklich... Ich hab mein Knie gesehen, das durfte nie geschehen. Nun hab ich die Verstehen, die immer sagen, du bist wunderschön. Mir fehlt so ein bisschen der Weihnachtsbezug, aber ansonsten... Das war für die Osterversion. War das nicht auch Henry Valentino? Monty? War das Henry Valentino? Ja, ja. Ja, und vor allen Dingen erstmal Verdi, nicht? Was das? Ich habe gar keinen Text, Leute. Die Gewerkschaft? Klingt das Ganze auswendig. Was? Ach, muss ich auswendig? Gary und Thorsten teilen sich den Text. Oh. Thorsten? Man merkt, wir sind in einer besinnlichen Weihnachtsstimmung. Wir wissen aber auch immer, dass wir nicht singen können und da kann auch Alkohol nichts dran ändern. Also Monty schon. Hennis ist es auch mal gesagt worden. Mein Lieblingssatz von Heinz Erhardt. Was? Der Mund war groß, der Hals war lang und es klang scheußlich, wenn sie sang. So. Da kannst du nicht mit gemeint sein. Nein, auf keinen Fall. Nee. Thorsten hat sich dieses Lied gewünscht. Und nein, hat er überhaupt nicht. Doch, hat er wohl. Wir müssen ein Weihnachtslied singen. Das hast du gesagt. Genau. Und dann welches Lied möchtest du singen? Dafür singen das ist schon erschienen. Ja. Das stimmt schon. Ja, bitte schön. Oh mein Gott. Was ich mir alles anhören muss in den letzten 5 Jahren, das ist unglaublich. Danke, dass ihr uns treu seid und uns immer wieder hört, trotz allem. Danke, dass ihr hier wart und das ist unser Dankeschön. Ja, irgendwann platzt die Blase, so viel steht fest. Ja, ich habe auch gedacht, was für ein glänzendes Plakat, aber es war ein Fernseher. Thorsten Sträter, ein entschiedener Salatgegner. Entschiedener Salat, genau, ja stimmt. Warum soll ich Vegetarier sein? Der Mensch selbst ist aus Fleisch, wie widersinnig. So, ich möchte... Da sage ich jetzt mal nichts zu, Thorsten. Ja, ist gut. Predator. Ne? Ja, Predator. Wie so ein Blech und...
ein Baum wärst, würde ich ja sagen. Wann ist ein Einsatz? Ich weiß nicht, wann dein Lied. Ich spiele schon die gleichen vier Akkorde seit 10 Minuten, Thorsten. Und warte, bis du endlich. Damit entwertet man den Einsatz aber kolossal. Okay, gut. Ich mach's einmal und dann setzt du ein. Können wir Weihnachtslicht haben? Rechts ist denn mein Ton? Gib mir den nochmal. Was ist denn Weihnachtslicht? Weiß ich nicht. Yourself a merry little Christmas. Zu tief. Selbst für mich. Ja. Nochmal. Ja, tief. So. Have yourself. Das ist gut. Have yourself a merry little. Das ist leider nicht die Tonart, in der ich spiele, Monty. Okay. Let your heart be light. Darf ich nochmal? Next year. From now on. Bitte nochmal jetzt mal ganz hier Kontenance. Nochmal bitte. Zwei du musst jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Bisschen jetzt hier zum Schluss. Hätte schwer können. Meine Mutter würde jetzt sagen. Ja, ganz genau. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Once again, as in olden days, happy golden days we are. Faithful friends who are dear to us, gather near to us. Through the years, we always be together, if the fates allow. Hang a shining Patrick star upon the highest bar. Es ist aber immer noch ein Podcast. Es ist noch ein Podcast. Und alles Gute, auch beruflich. Alles Gute auch beruflich. Ja. Nee, ich hab schon. Ja, du musst immer schnell zurückgehen. Nein. Herzlichen Dank. Dankeschön. Wir kommen doch mal raus. Kommt doch mal raus, nochmal, Jungs. Kommt mal raus. Thorsten wollte schnell noch einer raus. Ein Duplo. Dankeschön. Wir werden uns einen kleinen Moment noch hinter der Bühne noch ein bisschen erfrischen und dann kommen wir, glaube ich, noch raus. Und wir haben Autogrammkarten dabei. Wir können gerne Fotos machen. Danke nochmal an das ganze Team. Hier ein großer Dank an Henning, an Gundula und an Hanno, Monty, Thorsten, Gary, Hennes. Hamburg, wir machen das wieder, okay? Lutz mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Streh,
mit Sträter, Bender und Streberg. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch das Video, ja, das ist ein weißt du, man nennt das Abspannvideo. Ja, dann kann man uns auch abonnieren. Die Abspanner, kann man. Da unten, da. Oh, da, genau, da? Auf deinem Gesicht. Da, auf meinem Gesicht, ja, hast genau. Da hin? Ja, genau. Sieht man mich dann überhaupt noch? Ja. Also schön, falls ihr uns nicht schon sowieso schon abonniert habt, dann... Man sollte das machen, dann ist man immer man voll dabei. Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.